So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Starbound. Nachdem ich beim letzten Mal ganz viel tolles Zeug gefunden habe und heute schon festgestellt habe, dass ich noch gar nichts damit anfangen kann, weil mir immer noch 6 Manipulator-Moduls fehlen, wollten wir dieses Mal diese Avian Clues da oben rechts im Eck finden, voll. Oder? Ja. Wir müssen noch ein bisschen. Aus den Fingern, weil ich vorher keine Ahnung habe, was wir eigentlich gemacht haben. Ja, wir müssen noch ein bisschen Aviana-Zeug finden. Ja. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit. In der halben Stunde, die war das? Jemand zu spät war, schon mal. Ja, ich sehe, ich weiß. Das, also, ja, das ist unverständlich. Sehe, also. In der Zeit habe ich schon mal festgestellt, dass ich noch ganz viele tolle Sachen im Inventar hatte. Unter anderem so ein Gravity Upgrade für mein EPP. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen floaty hier unterwegs. Ui. Senior floaty. Okay. Und, ich muss mal aufräumen hier. Naja. Und ich hab. Moment, das kann ich mal gerade kurz zeigen. Ich habe hier Campfire Bananas. Also mit Schokolade überzogene Banane. Die so ungefähr 2/3 der Hungerleiste auffüllen. Oh, das war gar nicht schlecht. Und ich habe eine neue Waffe gefunden. Im neuen Inventar. Und noch so ein zweiter Stab. Next Level Looting. Beim nächsten Mal machen wir bitte Friendly Fire an. Also neben dem Stab hier habe ich jetzt auch noch den anderen, wo auch immer der herkommt. Den habe ich auch im Inventar gefunden. Okay. Hat er so gefunden, nebenbei. Ich glaube, das war's jetzt. Weiß gar nicht, wo. Ja, auf welchen Planeten wollen wir jetzt fliegen, um die restlichen Aviana-Hinweise zu finden? Moment, ich gehe mal kurz in mein Schiff. Also auf dem Planeten, auf dem wir waren, war ja offenbar nichts mehr. Das heißt, wir müssen einen anderen suchen. Ja, da sind wir einmal komplett drüber gelaufen. Genau. So, jetzt lass mich mal gerade kurz, wo war das denn? Da sind wohnt unser NPC eigentlich noch in unserer Siedlung? Ach ja, da unten, tatsächlich. Ja, ja, okay. Hat überlebt. Okay, sehr das schön. Das ist ein Dschungelplanet, richtig? Ja, danke. Okay. Was ist das da? Wollen wir wirklich wieder UWAP bestimmen lassen, in welche Richtung das Ding fliegt? Das ist kein Dschungelplanet. Was sollte denn schief gehen? Das da. Ist auch kein Dschungelplanet. Dann muss ich einen zweiten Stern suchen. Hä, hatte ich nicht. Mal an den Himmel. Hatte ich nicht meinen. Zum Glück gibt es da gar keine. Radioactive, hier ist nochmal unexplored. Also dahin. Ich werfe Atropos-Planet. Perfekt. Lustig. Sag mal, hatte ich meinen Manipulator-Modul, also mein Meta-Manipulator nicht auf 3x3 geupgradet? Scheinbar nicht. Hä? Hat jemand noch? Ich habe kein Fuel mehr. Ich habe noch 5 Fuel und brauche 100 für den nächsten Sprung. Ich gehe mal kurz. Pixel, dann kauf mir welchen. Warte mal, ich habe 1421, meine ich. Ich gehe mal kurz zum Shop. Hä? Da kann ich vielleicht auch meine Waffen loswerden. Also da wir die Folge ja erst 2021 rausbringen, ich hatte ja mal 8x8 abgebaut vor gar nicht so langer Zeit. Ja, ja. Und dann abgegradet auf 13x13. Das war lustig. Kann ich hier, Sam? Nein. Zeig mal kurz. Kann ich bei dir meine Waffen verkaufen? Nein. So, oder das da. Das braucht doch keiner. Doch. So, ich habe hier noch 2 Hazmat Air Tanks. Die brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist bloß Deko. Weg damit. So. Mein Apple-Modul verkaufen. Dann. Ah, okay. Die brauche ich nicht mehr. Und halt die nicht. Die Waffe brauche ich nicht mehr. Und die Waffe brauche ich nicht mehr. Und. Die Waffe brauche ich nicht mehr. Weg. Und. Mollys weg. Die Molotov Cocktails behalte ich mal. So, diese komischen hässlichen Schilder hier brauche ich nicht mehr. Die benutze ich eh nie. Weg damit. So, noch irgendwas vergammeltes Essen, das man verkaufen kann? Nein. So, die 5 Dutzend Instrumente behalte ich mal lieber. Und diesen TV-Kopf, der kommt auch weg. So. Auf einmal wieder 6545 Pixel. Oh, da können wir ja fast was Sinnvolles von kaufen. Konnten wir uns nicht mal eine Raffinerie kaufen? Oder machen irgendwo? Hatten wir nicht schon längst eine? Weiß es nicht. Wieso kann ich dann keinen Treibstoff aus Öl herstellen? Nee, die Refinery ist die das nicht. Oil. Das gibt's auch nochmal, aber das ist wieder höheres Level. Wollten wir nicht mal irgendwie von 6000 Pixeln irgendwie so ein Hühnerei oder so? Oder so ein. Ich wollte noch irgend so ein Tier kaufen. Wollten wir? Also, kommt an, was die rausbringen. Also wir hatten überlegt, ob wir das nicht tun.
So. Es muss halt immer jemand auf dem Planeten bleiben, gut dafür. Wieso? So, ich fülle dann mal 256 Treibstoff nach, ne? Electric Fluffalo Egg. Ja, genau. Das meinte ich. Das meine ich. Die lohnen sich alle, ne? Die lohnen sich nicht. Ja, Chibats, die sind cool, diese Arceus Augen. Boah. Treibstoff produzieren. Habe ich erwähnt, dass ich den Laser von dem Arceus Auge habe? Im Mod? Soll ich uns eine Tech-Console kaufen? Damit können wir uns unsere Techs auf unserem Heimatplaneten ausrüsten und müssen nicht hierher kommen. Ich glaube, dein Raumschiff ist noch nie genug dekoriert, was? Wieso das Raumschiff? Ich habe gesagt Planet. Ja, welche Farben haben wir denn noch? Ich kaufe das Ding einfach. Kostet ja nur 5000. So. Den Rest gebe ich für Treibstoff aus. Mit den Pixeln kann man eh nicht so viel anstellen. So, wie viel kann ich denn hier kaufen? 309. Perfekt, her damit. So, habe ich hier noch einen Haufen Zeug, das nicht loswerden muss. Ist alles Müll, wie es aussieht. Nichts, was irgendwas wert ist hier. Na gut. Zurück aufs Schiff. Wohin fliege ich denn dein Schiff? Mal gucken. Da ist kein Treibstoff drin, du kannst das nicht fliegen. Jetzt schon. Wololo! Der hat doch Treibstoff nachgefüllt. Geh mal da weg, Xen. Das hat er doch vorhin gesagt. Ein Mond, haben wir eigentlich was zum Atmen? Haben wir. Gehen wir zum Mond, nee, da ist nichts. 570, Mond, ja. Ey. Ich hab das mal für dich erledigt. Ich finde gut, dass man das auch steuern kann, wenn man nicht auf dem Stuhl sitzt. Let's go over. Was? Wo sind wir so, jetzt? So, jetzt müssen wir nur noch einen Dschungelplaneten finden. Das sind wir, oder? Ja, das sind wir, okay. Das ist eine Raumstation. Hört man den Luftbell? Ja, hört man. Sehr gut. Es ist exzellent. Naja. Wäre jetzt gut, wenn du auf dem Schiff auch einen Hund und keine Krabbe hättest. Ja, ich vermute mal, meine Eltern kommen gerade nicht nach Hause. Der Hund findet das offenbar nicht so gut. Doch, doch. Aber er bellt grundsätzlich, wenn jemand die Treppe runterkommt zur Haustür. Das ist natürlich super. Das ist kein Dschungel. Das ist Dschungelplanet. Was ist jetzt schon da? High levels of radiation. Können wir die auch aushalten? Nein. Nein? Nein. Sicher? Hey. Ja. Wenn der High level of radiation ist, immer noch 15 Sekunden. Stimmt doch gar nicht. Hier steht: This upgrade adds radiation neutralization to your EPP's capabilities. Use it on planets with high radiation levels. Aber wir haben Radiation, ja, dann geht's. Hä? Hey. Hey. Moment. Jetzt müssen wir den Planeten noch ansteuern. Ich wollte gerade sagen, wir können noch nicht runter. So. Bin gleich wieder da. Gib mir kurz 10 Sekunden. Ey, verdammt, jetzt habe ich aus dem Spiel rausgetappt. Ich würde das Radio ja ausmachen, aber dieser blöde Krabbe sitzt davor. Können wir die lynchen? Du könntest das Radio lynchen. Das ist eine gute Idee. Ich lauf nach links. Bist du immun gegen radioaktive Strahlung, oder? Ja. Ja, ich war doch auch auf dem anderen Planeten. Ach so. Es ruckelt ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, ein bisschen mehr. Ich habe die Hälfte meiner Lebenspunkte verloren, weil es so geruckelt hat. Nice. Nein! Was, du kannst doch nicht irgendwo langlaufen und die ganzen Pflanzen hier nicht mitnehmen. Vor allem, wenn es Kaffeeboden sind. So. Oh, ich hätte vielleicht mal die Pflanzen bitte mit. Nehmt sie mit. Ich bin einfach gestorben und in so ein tiefes Loch gefallen. Was? Jetzt gerade? Ja. Ja, erst haben mich 10 Viecher angegriffen, die ich schlecht gesehen habe, weil es dunkel war, und dann bin ich wo reingefallen und gestorben. Das heißt, ich gehe jetzt mal wieder nach links und sammle meinen Kram ein. Ich folge dir mal unauffällig. Ach nein. Darf ich nicht? Kannst nicht Xane den Loot wegnehmen? Ach ja, Xane ist auch schon hier. Ich will dir nicht den Loot wegnehmen. Ich will dir helfen. Ja, warte, da ist eine. Gab's hier eigentlich schon Truhe, nice. Ja, jetzt hat's Xane dahin gerafft. Gut, dass ich gerade meine Geld ausgegeben habe, alle Pixel. Finde ich ja so krass. Naja, die können dich halt überraschen. Ohne Vorrat an Modulen und Rohstoffen. Kannst du dich direkt zu mir teleportieren? Dann kannst du eben deinen Kram einsammeln. Oh, liegt da Brot? Oh ja, da liegt Brot, das da. Ja. Warte, das da. Oh, Nano-Web-Bandagen haben die gedroppt.
Also waren in der Truhe. Kommst du? Vielleicht hatte ich Sandy auch gedroppt. Nee, die waren in der Truhe. Ja. Ja, weiter links. So, jetzt geh mal ein bisschen nach links. Geht nicht. Jetzt. Danke. Da, die Truhe. Und da unten liegt mein Kram drin. Da springt jetzt bitte nicht rein. Weil, warte mal. Ja, dann spring mal vor. Wer hat mein halbes Inventar hier? Wieso? Oh, nein, oh, Alter! Der mich gewonnen-hittet. Warte mal, ich habe doch noch diesen Stab, fällt mir gerade ein. Ich habe doch gesagt, wir sind dafür nicht ausgerüstet. Wir sind auf jeden Fall zu schwach für den Planeten. Hab ihn getötet. Hey, ich hab mich doch gerade zu dir teleportiert. Die Waffen, die wir hier finden, sind natürlich auch eine Nummer höher als wir. Ne? Also insofern. Ja, ich meine, wenn in der ersten Truhe schon... Ich habe einen Haufen Duras, die im Inventar. Damit könnten wir uns Rüstungen machen. Wieso hast du... Ich könnte schon wieder, wenn ich das höre. Ja, falls du dich erinnerst, die letzten paar Folgen waren wir die ganze Zeit unterirdisch. Nein, kann ich nicht. Ich war die ganze Zeit am Farmen, damit ihr nicht abkratzt da unten vor Hunger. Okay, aber ich habe 254 Durasteel, 65 Durasteel Ore im Inventar. Ich kann es noch auf Durasteel Barren machen. Soll ich das mal tun? Das ist schön. Brauchen wir jetzt gerade. Ach komm, jetzt fahren wir erst. Machen wir für den nächsten Boss. Sonst ist ja gar keine Herausforderung. Hier auf dem Planeten. So. Ich mache jetzt erstmal. Ich möchte schon mal darauf hinweisen, dass wir den mit Sicherheit auch noch ein paar etliche Versuche brauchen werden. Bei der Ausrüstung, die wir momentan haben. Ja, deswegen machen wir ja dafür dann Durst. Falls wir überhaupt in den Boss-Level bis zum Boss kommen. Ich mach mal hier. Jetzt hör mal auf, hier Panik zu schieben. Das ist alles kein Problem. Aber der Ruin hat angeblich 5000 HP. Ich halte 500.000 für wahrscheinlicher. So, ich habe jetzt mal dieses riesige Loch dazu gebuddelt. That's what she said, was? Hä? Da machst du ein komischer Extra. Weg hier. Sag mal, also Uwe, wenn ich das gesagt hätte, hätte ja keiner was bemerkt, aber so wird das wohl nichts. Tja, nein, keine Truhe. Ich ignoriere es dann einfach, das kann ich gut. Was? Hm. Hat jemand was gesagt? Hm. Bin ich zu leise? Ja, das ist schon wieder so ein Drecksvieh. Oh, was hält denn der aus? Da! Ah, kommen die denn jetzt alle her? Ah, treffen wäre gut. Nimmt Uwe ab, aber lasst mich in Frieden. Genau so muss das. Ananas. So, wer hat hier schon wieder meine Heildingsbums eingekassiert? Deine Heildingsbums? Heildingsbums. Ja, ich entschuldige. Aber ich hab schon lange nicht... Kennt das nicht früher? Heildingsbums, ne? Heildings, da habt ihr noch nie Käfig von Helden geguckt? Doch. Ein Liter, ja, von mir aus, wenn sie mich stört, was? Auf X-Sense Empfehlungen habe ich ein paar Folgen gesehen, als mir sehr langweilig war. Du hast das noch nie? Achso, stimmt, dieser Generationsunterschied hier, muss ich immer berücksichtigen. Hier schläft er noch im Heu. Was genau machst du da gerade? Kiste looten. Hat nicht gereicht für einen Double Jump, um da hochzukommen. Warte mal. Hier unten ist doch was, oder? Oh ja, da war eine Kiste versteckt im Keller. Oh, ein Manipulator-Modul. Leute, ihr seid blind. Hä, wo war denn da eine Kiste jetzt? Schiebt es nicht auf mich, ihr seid blind. Ach, da unten den Keller. Ja, okay. Ja, den habe ich nicht gesehen, weil ich oben drauf stand. Es reicht mein Point of View bis nach unten nicht. Da unten war zugebaut. Das hat man nur gesehen, wenn man genau hingeguckt hat. Hier oben ist was zum Scannen. Ach ja. Dann muss ich mir wieder anhören, wie unverschämt das. Ja, ich war aber auf jeden Fall oben. Ich hätte es sowieso nicht gesehen. Also, ich bin halt oben übers Dach gelaufen, weil oben auf dem Dach halt auch eine Kiste war. Oh, hier ist was zum Scannen. Oh, ich bin voll. Also so questmäßig. Ich habe es nicht geklaut. Das Ding ist von alleine runtergefallen. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. La la la. Haben Sie das nicht schon mal ersetzt? Okay. Ach also stimmt, habt ihr eigentlich geguckt, ob ihr irgendwas scannen könnt hier? Ja, ich hab schon alles fertig gescannt. Oben ist was ganz oben in dem anderen Turm. Wie bist du dahinter schon wieder gekommen? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab meine Quest fertig. Ach so. Ich bin auch am Anfang, danke. Ja, du machst irgendwas falsch. Ja, ich renne wahrscheinlich nicht so viel über unsere Planeten rum. Gut möglich, weil ich habe, glaube ich, genug gescannt in den letzten 2 Monaten. Ich habe keine Lust mehr auf Scannen. Ich will nicht mehr. Ich loote dann mal ein bisschen weiter. Tatsächlich. Tatsächlich was?
Etwas, was ich noch scannen konnte. Oh, ein komisches Buch. Na, das brauche ich alles nicht. Kannst du aber Excel. Oh, ich glaube, das ist das Ende vom Dorf. Na gut, dann renne ich mal weiter. Ah, der sieht freundlich aus. Ja, geh zu Xen. Ah, nein, geh zu Xen, sage ich. Okay. Was denn? Wieso stirbt das Ding nicht? Das hat kein Leben. Jetzt. Komisch. Wahrscheinlich wegen der hochqualitativen Serververbindung. Stell dich doch mal hier hin. Du ein anderes Mal vielleicht. Komm her. Guck mal, da ist deine Familie. Ich ja, nicht die schon wieder. Au! Ja, das war klar, natürlich. Muss der wieder auf mich setzen, die Viecher. Bone Coffin Bad. Blueprint. Alles schon vorhanden. Möchtest du noch einen? Ich hab noch ein paar davon. Wirklich? Au! Ja, hau ab. Warte mal, ich muss mal kurz mehr in aller Ruhe hier noch meine Bandage. Das war dumm. Auch vielleicht hätte ich auch nicht unbedingt die. Ich gehe einfach mal zu euch und laufe ein Stück zurück. Ich bin von dem Turm gesprungen und oben auf dem Dach drauf geknallt. Das war nicht so klug. 50 Hertz über 10 Sekunden. Das da brauche ich so. Das ist gut. Boah, haben die Typen eine Reichweite. Hau ab. Und in den Tod gestürzt. Der lebt wirklich? Nee, achso, der Typ, ich dachte du. Diesmal hat es mich noch nicht hinbekommen. Hä? What the fuck? Ausnahmsweise. Seid ihr an dem Typen mit der Klinge vorbei? Ja, da sind wir einfach drüber gesprungen. Okay. Ja. Ich laufe gerade mal eben wieder zurück ins Lager, um meinen Kram einzusammeln. Okay. Ja, das war jetzt gerade nicht so klug. Wenn man jetzt nur einen passenden Mod hätte mit dem. Truhe über Abgrund. Das sieht gut aus. Bone Table Blueprint. Neuen Hut. Kopfbedeckungsgedöns. Ein Hut, Kopfbedeckungsgedöns. Mhm. Der Mann weiß, wie man sich gehoben ausspricht. Nochmal so einen komischen Hut. Und. Naja, das brauche ich nicht. Die Waffen hier sind aber jetzt nicht so geil. Und was ist da drin, Excel? Ein Bone Table, das muss gerade. Oh, jetzt haben wir dann bald alles zusammen aus Knochen. Okay, was ist da unten? Ah ja, doch so viel, okay. Uwe, was siehst du links von mir stehen? So ein paar Viecher, warum? Also neben dem komischen Skelettschädel. Ich bin nur gefragt, ob der. Da stehen diese schwarzen Echsenviecher, warum? Nee, die meinte ich nicht, das daneben. Neben den schwarzen Echsenviechern sehe ich nichts mehr. Hier ist ein NPC noch, der sollte hier eigentlich nicht sein ohne Mod, würde ich sagen. Warum? Ja, der NPC steht hier noch rum. Den sehe ich. Eigentlich kein Vanilla, wenn ich ihn nehme. Oder bin ich blöd? Der ist eigentlich was? Kein Vanilla. Der mag kein Vanilleeis, weißt du doch. Ja, offenbar wohl schon. Sonst würde ich den ja nicht auch sehen. Die Hälfte meiner Items ist ins Wasser runtergefallen. Ja, das macht nichts, das ist nicht so tief. Ich hab's ausprobiert. Habt ihr eigentlich außer dem Tempel noch irgendwelche anderen Aviana-Hinweise gefunden? Weil für mich hat das jetzt nicht gereicht, um die Quest zu beenden. Ich hab den mal getötet in der Zwischenzeit. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, nö. Aber nachdem es bei mir gereicht hat, habe ich auch nicht so explizit danach gesucht, ehrlich gesagt. Das dachte ich mir. Vielleicht finden wir ja noch ein zweites Dorf hier. Ja, ich hoffe mal. Was ist das denn? Wieso habe ich einen Strohballen im Inventar? Nicht mal Strohballen, einen Strohhaufen. Ich hau mir immer noch so eine Banane rein. Hast du auch eine Maske dabei? Nein, ich werde das nicht weiter fortführen. Oh, hier ist ein. Was ist das? Hier ist ein Erdhaufen in Form einer Pyramide? Unterkellert? Hä? Was ist das hier? Mit einem Baum oben drauf. Muss ich das verstehen? Oh, Dornfrüchte her damit. Oh, ein rohes Steak. Was ist das denn für ein komisches Dorf? Gibt's dort Florana-Hinweise? Aviana-Hinweise? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich sehe das jetzt auch nicht. Ne, sieht nicht so aus. Warten, produktiv? Was ist das denn? Throne Fruit. Food. Nee, das sind
Was bist denn du? Da fehlt ein Etherthrone, das ist keine Thronfrucht, das ist eine Dornfrucht. Wer ist hier gerade gestorben? Ein NPC? Okay. Na, ah, nee, danke. Au, lass mich in Ruhe. Tschüss. Ich Warum was? Oh! Ich schieß mal ein bisschen auf die. Viel Spaß. Schießt du ruhig. Hä? Okay, da steckt ein NPC mit dem Kopf im Boden einfach. Oder mit dem Körper im Boden. Nur der Kopf guckt da raus. Tür hat irgendwann auf sich zu wehren. Sind die auch schon tot? Nein, das jetzt nicht, aber wie gesagt, die bewegen sich irgendwie nicht mehr. Dann warte mal ab, bis wir bei den Terminators sind hier. So, einen habe ich getötet. Für den zweiten bin ich zu doof. So, der ist auch tot. So, erstmal hier heilen. So, das war's. Da, ey, die armen Vögel. Das, Entschuldigung, Zielübung, ja? Also dafür kann ich ja nichts. Das ist übrigens Duras Zielort gewesen. Nur für... zur Info. Du, ich hab ein paar tausend davon schon in den letzten Tagen, Wochen. Ich wollte gerade sagen, auf wen gehen die denn hier auf immer los? Ah, die haben eine U-Wart gesehen. Au. Ich bin leider. Ein hin? Hier könnte vielleicht noch was. Warte mal, kann man hier noch was scannen? Nicht schon. Nee, ich hab das halt im Kopf nicht aus. Noch mehr von denen. Nee, ich glaube, hier ist nichts zum Scannen. Keine Ahnung, ich glaube, das wird mir eh nicht mit Grün angezeigt jetzt, wenn das questrelevant ist, weil die Quest habe ich ja abgeschlossen. Ja, ich laufe ja auch mit, also insofern, hier ist einfach nichts. Es sind halt keine Avianer, deshalb zählt das nicht. Ach so. Da! Warte mal, ich probiere mal die andere Waffe aus hier. Ja, ja, das ist gut. Oh, noch mehr. Da irgendwie ich sehe ihn? Ja. Dein Name wird mir nicht mehr angezeigt, das ist gerade irgendwie merkwürdig. Ich habe dich nicht mehr wiedererkannt mit dem Schädel auf dem Kopf. Ja, du verstehst halt nicht die modernen Kunstgriffe des Universums. Das ist der letzte Schrei in der Beta-Galaxie. Wieso bist du schon wieder so leise bei mir? Spreche ich dir nicht laut genug? Soll es nee. Nicht ein Opa werden? Das würde ich gerne sehen. Hören. Was ist denn ein Scorched Core? Das brauche ich nicht. Was war die für eine Pflanze? Warum folgt mir dieser Vogel? Drecksvieh, hau ab. Ich, das ist doch nicht dieses widerliche kleine. Oh, oh, der hat eine Quest. I need you to gather 16 plant fiber. Ja, kein Problem. Hier, danke. Please. Jetzt weiß ich, wo meine plant fiber sind. So, und jetzt, would you be so kind as to craft 4 woven fabric on my behalf? You can use the 16 plant fiber we obtained earlier. Okay. Kann ich ja craften? Nein, das ist natürlich nichts zum plant fiber craften. Ich sehe, kannst du kurz hier bleiben? Ich gehe mal kurz auf unsere Base und komme dann gleich wieder. Du hast ja plant fiber direkt neben dir stehen gehabt. Ja, aber jetzt muss ich Zeug craften. Jetzt will er von mir woven fabric. Bin gleich wieder da, ich hole nur meine Überreste. Okay. Und schon wieder auf dem Rückweg. Ich geh mal kurz auf unseren Heimatplaneten. Woven Fabric braucht 20 Dingsterbumster, ne? Nur mal so. Ne, 4 pro Dings, dachte ich. Der hat mir nämlich gerade 16 gegeben und hat gesagt, hier, das reicht für die 4. Ja. Oder so in der Art. Falls ich es richtig verstanden habe. Woven Fabric. Ja, braucht nur 4. Soll ich für dich gleich 4 mitcraften? Ja, natürlich. Machen. Das ist hier ein Glitchdorf. Was soll denn der Scheiß? Die sind jetzt okay. Dann beam ich nicht mal wieder zu dir. Was ist denn Dura Stern? Schön, dass ich auch mal was Schönes einsammle. Hi! Ich hab gehört, du hast Dura Stahl. Ja, rechts. So, rechts, waren rechts. Die denn? Okay. Ja, du müsstest vielleicht auch mitkommen, oder? Ja, ja, ich sammle nur noch die Ernte hier ein von denen. Diese schwarzen Hunde sind aber auch recht gemeine NPCs, oder? Excited.
The next part of my plan involves one pearl piece, one sugar. I'm not the greatest gardener, but I'm sure you could grow some. Take these seeds and grow me crop the crops I need. Haben wir Pearl Peas und Sugar irgendwo rumfliegen? Haben wir, warte mal. Hab ich nicht sogar was in den Taten? Nein, hab ich nicht. Egal, es wächst auf jeden Fall. Hat mir gerade Sugarcane Seeds und Pearl Pea Seeds gegeben. Ja, hab ich auch gequatscht. Hier, deine Fabrics. Ich brauche erstmal die Plant Fiber. Oh mein Gott. Warte, Plant Fiber habe ich auch. Wie viel wollte der? 16, oder? Und würde mir schon reichen, aber egal, danke. Zack, erledigen, danke. Tag, was war jetzt? Die Fabrics? Ja, klar. Pearl Peas, ja, ja. Ja, jetzt Pearl Peas. Ich gehe noch mal. Ich gehe noch ganz mal viele auf den Planeten. Wo ist denn das Dorf, wo ihr diesen NPC angetroffen habt? Weiter links. Ich glaube schon ewig links, also noch links, aber irgendwie. Ach nee, da ist auch noch einer. Oh. Sugar. Mensch. Pearl Peas. Und wie viel sehen die denn aus eigentlich? Ja, super, sind ja zwei von den Viechern auf dem Haken? Offenbar nicht so. Ja, ich hasse die Dinger, durch die Wand gehen können. Los, Roboter, ja. Verteidig dich! Mach was! Sugar. Bin hilflos. Hä? Müssen wir doch irgendwo ja haben. Apropos Glitch, ihr wollt nicht wissen, was da für ein Gegner kommt. Ah, guten Tag. Wo da? Glitch. Weil von jeder der Spezies müssen wir ja schließlich eine Quest hier, ne? Also am Ende. Ein Endgegner. Was da kommt, ist. Nee. Nee. Sagen wir es mal so, wir sollten eine längere Aufnahmesession einplanen. Warum? Das könnte dauern. Wir müssen wirklich vorsichtig. So, wo wir gerade beim Thema sind. Wir sind bei 26 Minuten. Kannst du mir auch Woven Fabric mitbringen? Ja, ich habe noch 4 Minuten da. Sehr gut. Ich habe viel zu viel gemacht aus Versehen. Ich bin bei dem Merchant hier. Beziehungsweise bei dem Ritter vorne. Ich weiß nicht, ob man da die Quest auch wieder abgibt, wenn man das hat. So, Zucker habe ich 2. Dann brauche ich noch Pearl Peas. Ich habe einen. Einmal habe ich welche im Inventar. Verdammt. Danke. Muss ich das wieder bei dem Ritter vorne abgeben? Ja. Ja, okay. Oh, Bananen, hör damit. Hey. Nein, nicht auf die Box legen. Ne? Okay, einfach so. So, Pearl Peas, die sehen so aus. Nein, ich bringe keine Notizen zu irgendjemand. Die werdet ihr, ich bin doch hier in die Post, was soll das? Haben wir echt keine Pearl Peas? Aber. Haben wir. Die sind angepflanzt, du musst nur eine Weile auf dem Planeten stehen bleiben, bis sie wachsen. Im Keller. Also einmal Pearl Peas habe ich noch. Okay. Was habe ich noch im Inventar? Ich habe mittlerweile 2 Zucker. Mehr Zuckerrohr war ich gerade nicht am Wachsen. Dann kannst du ja noch welchen anpflanzen. Ja, habe ich ja. Ja, aber ich meine, die habe ich jetzt und was soll ich jetzt machen? Oh, was? Hä? Oh, ein Geschenk. Jetzt hätte ich den fast frontal angegriffen. Oh. Gut, 250. Ach so. Danke. Einmal Zucker und einmal die Pflanze. Ah, okay. Also Zucker haben wir aber noch. Wo denn? Das war eine Frage. Haben wir noch Zucker? So, nein. Ich hab ein Zuckerrohr geerntet und ein Zuckerrohr habe ich noch in der Truhe gefunden. Hm. Oder so ähnlich. Du weißt, dass man dann wieder Neues einpflanzen muss, ne? Noch mehr. Ja, habe ich doch. Und ein Diamant, das nehmen wir mal gegen. Au! Und noch ein Manipulator-Modul. Xen, bist du hier noch in der Siedlung? Ja. Ich bin auf unserem Heimatplaneten. Nee, ich meinte Xen. Xane ist. Ja, ist offenbar in der Siedlung, ja, ich hab's verstanden. So sehen die aus. Xane, hier waren keine Pearl Peas angepflanzt. Also ich hab. Die drittunterste Etage muss mindestens einmal angepflanzt sein. Das ist ja die drittunterste Etage. Da warst du auch ganz. Ach verdammt, falscher Planet. Also unten quasi. Hä, welcher Planet war. Ach, kann man einfach zu Uwe teleportieren. See it. Noch ein Durastahl. Ich mach mir erstmal eine neue Rüstung hier bei dir raus. Was war die Mission? Egal. Was ist jetzt hier was? Ah, ist das da? Warte. Hat jemand genug, um eine Flagge zu machen? Fällt mir gerade auf, weil wir müssen ja dann auch nochmal irgendwann Glitch scannen. Da wäre es ganz hilfreich, wenn wir hier eine hinsetzen würden. Was müssen wir scannen? Ja, wir müssen von jeder Spezies im Universum Hinweise suchen. Und hier gibt's Glitch-Spezies?
Ja, was meinst du, wie die so heißen, die Roboter? Das ist ein Glitch. Okay, wusste ich nicht. Deswegen sollten wir mal hier eine Flagge hinsetzen. Och, die finden wir schon wieder. Hatten wir eigentlich schon ausdiskutiert, was auf Mord steht in der Bundesrepublik? Sport? Ich hab leider keine Flagge mehr. Ich auch nicht. Deswegen, wir bräuchten 20 Woven Fabric, wenn du schon mal zu Hause bist. Ja, so viel Zeug habe ich jetzt auch nicht mehr. Ach, das sind, glaube ich, Pearl... Ja, okay. Auf dieser komischen Zwischenebene lebende Lautsprecher hast du Pearl Peas gepflanzt, sehe ich gerade. Aber die sind noch überhaupt nicht gewachsen. Oh, Hühner. Liegt hier irgendwo eine Gießkanne rum? Gab's nicht sowas? Ich glaube, die hat Xane im Inventar. Xane, nee, hast du eine Gießkanne im Inventar? Ich glaube, dass Uwab die Hälfte meines Inventars schon längst hat. Das kann gar nicht sein, ich hab's immer extra liegen lassen. Da, ich hab sie gefunden. Was haben wir denn hier? Eine Rock. Nein, nicht in meinem Inventar, sondern in der Truhe. Also einmal Pearl Peas habe ich im Inventar. Wie ich ja vorhin schon sagte. Aber ich habe keinen Zucker. Das reicht uns ja auch nicht. Ja, das ist ja schade. Wen meinst du? Du bitte mit uns. Das Frozen Boomerang. Okay. Entschuldigung. Wollte nicht schießen. Aus Versehen. Das ist der Dorfausgang. Okay, und wieder zurück. In dem Dorf gibt es nichts Interessantes mehr. Das mit dem Gießen ist ja nur ein bisschen nervig. Ach, ich habe noch Zucker im Inventar. Ja, okay, also brauchen wir nur Pearl Peas. Ja. Was habe ich denn eigentlich im Inventar? Hätte ich vielleicht proben sollen. Zucker. Tatsächlich, da ist noch Zucker. Ich pack den Zucker einfach mal in diese graue Kiste unter unserer Flagge in der Basis. Achso, ey, jetzt nochmal, wir müssen die Folge beenden. Hier, 26 Minuten und so, die mittlerweile schon zu 31 geworden sind. Ja, okay. Vielleicht 32. Ja, ist okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Bis dahin.